Hallo im Küchengarten. Heute begrüße ich euch vom öffentlichen, also sogar vom ersten öffentlichen Garten-YouTuber-Treffen im Raum Bayern, im Bodenseeraum, und zwar von der Kräutergärtnerei, Kräuter- und Duftgärtnerei Syringa. Und Kräuter und vor allem Duft ist hier wirklich Programm. Eine unglaubliche Auswahl. Ich habe mir so viele Pflanzen gefunden. Ich habe so viele tolle Leute getroffen. Es war so viel los. Ich hatte so viele schöne Gespräche. Ein traumhafter Nachmittag. Ich danke allen, die mit mir geplaudert haben, die hier waren. Ich hoffe, das können wir bald wiederholen. Es war wirklich eine wunderschöne Zeit. Ich mache mich jetzt wieder auf die Heimfahrt. 1,5 Stunden habe ich vor mir. Aber euch lasse ich nun mit wunderbaren Eindrücken von diesem traumhaften Event. Viel Spaß dabei. Also das ist ganz super. Ich habe mir jetzt hier so ein, die haben total komfortabel solche Pflanzenshopping-Wagerln. Da habe ich mir jetzt eins geschnappt und jetzt werde ich zuschlagen. Pfirsichsalbei, ich krieg die. Du wirst es nicht glauben, der schmeckt wirklich nach Pfirsich. Okay. Boah, das ist ja sensationell. Willst du mal kosten? Na dann pack ein. Ich pack ein. Bist heute in Spendierlaune. Mmh. Katzenpfötchen. Habe ich ein Budget für heute? Ich habe ein Budget? Oh, bist du streng. Du, intensiv. Nach richtig so diese Kaugummi-Minze. Argentinischer Minzestrauch. Wahnsinnig intensiv. Schau. Das ist nicht schön? Für unsere Natursteinmauer. Organisiert wurde das Event von Sascha vom Kanal SelfBio. Es war das erste Mal, dass ich ihn persönlich kennengelernt habe und ich habe mich sehr darüber gefreut. Hier bin ich jetzt bei Sascha von SelfBio. Den habe ich heute zum ersten Mal kennengelernt, also persönlich. Über seine Videos kenne ich ihn natürlich schon länger. Und das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, Bob, bist du groß? Ja, genau. Neben Marcel hat er mir gesagt, schau da eben, also schon alle Leute klein ja, aus, weil wie alle. Groß ist Marcel? Über 2 Meter. Na, wahnsinnig. Ja, also ich bin es ja gewohnt, dass ich neben meinem Mann klein ausschaue, weil der ist 1,94 Meter. Eine Frage geht mir schon den ganzen Tag durch den Kopf, die mich brennend interessieren würde. Warum hast du angefangen mit YouTube im Speziellen? Und hast du damit gerechnet, dass dich das hier hinführt, wo du jetzt bist? Schwierige Frage. Ich habe damit angefangen, ich hatte mal so ein Online-Lexikon. Mhm. Das gibt's, wird es wieder geben. Mhm. Aber gerade gibt es das nicht. Und ich kannte den Ralf. Mhm. Den Selbstversorgerkanal. Ah, ja, ja, klar. Und er meinte, Jung, du musst Videos machen. Und da habe ich mir gedacht, ich vor der Kamera, du spinnst doch wohl. Und dann wurde ich zum Adventskalender der Garten-YouTuber von Max eingeladen. Da war jemand abgesprungen. Und dann saß ich am Tisch, erstmal eine Stunde ohne ein Wort zu sagen. Habe in die Kamera geguckt. Also, kann ich mir gar nicht so vorstellen. Ja, und dann habe ich dann irgendwann an und dann wurde es besser. Und ich hatte vorher noch nie meine Stimme als Aufnahme gehört. Mhm. Das ist, kennst du ja vielleicht. Das kenn ich, das ist ja. Komisch erstmal. Mhm. Und dann ging es halt weiter. Mhm. Und ja, und jetzt sind wir hier. Mhm. Und bist du immer noch also glücklich damit und macht es immer noch Spaß wie am Anfang? Es ist anders. Ja, klar. Aber es macht Spaß, weil ich mache jetzt auch beruflich ja genau das, was ich machen möchte. Ja. Mhm. Verschiedene Sachen. Ich schreibe gerade an meinem ersten Buch. Mhm. Und das Thema, können wir das schon verraten? Noch nicht, es geht um Garten, aber... Na gut, oh, was für eine Überraschung. Und du hast ja, glaube ich, auch, wie ich in deinen Videos gesehen habe, noch ein Gartenstück dazu übernommen, auch? Von 200 auf 400 Quadratmeter. Ja, verdoppelt. Ja. Mhm.
Wie stemmst du das alles? Im Moment sehr schwierig. Mhm. Ich bin jetzt hier, dann in Erftstadt. Letzte Woche war ich bei Rheinsaat in Österreich eingeladen. Okay, schön. Der Garten hätte ein bisschen Arbeit nötig. Mhm. Ach, wollen wir uns nicht mal besuchen kommen? Ja, ja. Wie weit wohnst du weg von hier? 500. Na, okay, ja gut. Ja, fährst schaffen wir Stunden. Sicher mal. Genau, ja, mit unserem in drei Auto Stunden. Sowieso. Nee, ich auch nicht. Nee, 5 Stunden brauchst du so. Ja. Nach diesem spannenden Gespräch mit Sascha habe ich die Zeit genutzt, um mich in der Kräutergärtnerei etwas genauer umzusehen. Die haben nämlich einen traumhaften Schaugarten, der auf über 6000 Quadratmeter angelegt ist. Und zwar wurde der im Jahr 1997 geschaffen mit speziellem Hinblick auf die Pflanzendüfte. Und deswegen wurden Pflanzen mit gleichem oder ähnlichem Aroma zu Pflanzengruppen zusammengefasst. Daneben gibt es auch noch unglaublich viele Ideen für verschiedenste Nützlingslebensräume. Von den Düften haben wir natürlich noch nicht so viel mitbekommen, weil noch sehr wenig geblüht hat. Da ist noch nicht die Zeit dazu. Aber alleine der Anblick, die Ideen, ein Traum, hat mich sehr fasziniert. Besonders das riesengroße Nützlingshotel hat es mir angetan. Da hat es gesummt und gebrummt, die Bienen, Fliegen und andere Insekten haben sich um einen Platz gestritten. Unglaublich. Was sich hinter diesem Schild verbarg, musste ich natürlich auch erkunden und siehe da, ein echtes Hexenhaus, fantastisch. Diese Firma bietet Garten-, Hühner- und Kleintierhäuser in diesem sensationellen Design an. Und sehr zum Leidwesen meines Mannes gab es dort ein Prospekt, das ich mir natürlich ganz genau anschauen musste. So, jetzt habe ich mir nochmal den Gysi geschnappt vom Kanal Garten-Gysi. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich stelle ihm eine sehr wichtige Frage. Okay, bin gespannt. Nein, ich stelle jetzt nicht die Frage, die jeden interessiert. Die hast ja, da sollen sie auf deinen Kanal gehen, um zu erfahren, warum dein Bart momentan so lang ist. Ja. Nein. Das haben wir gerade eben erörtert. Genau, das haben wir gerade eben erörtert. Also hupft rüber zum Kanal vom Gysi. Dort wird das aufs Intensivste thematisiert. Und was ich jetzt wissen möchte, du hast dich ziemlich gewundert, warum jetzt hier in diesem südbayerischen Bereich an der Grenze zur Schweiz schon alles so schön grün und saftig ist. Und bei euch ist das ganz anders, gell? Ja, das ist nicht vergleichbar. Also es ist jetzt von der Distanz her nicht so weit und ich bin ja auch relativ südlich. Also ich fahre quasi einmal so quer rüber. Ja. Aber bei mir ist komplett andere Klimazone. Also wir haben letzte Woche Frost. Bei mir wächst noch gar nichts. Wenn ich jetzt was rausstellen würde, wäre es innerhalb kürzester Zeit tot. Mhm. Also, es sind ganz komplett unterschiedliche Dinge. Ich denke mal, es liegt auch viel mit dem See zusammen, weil das natürlich auch so eine Pufferfunktion immer hat. Wie weit seid ihr gefahren bis hierher? 2,5 Stunden. Ah, 2,5 Stunden, okay. Ja, ja. Und du wohnst ja recht in der Nähe von Florian Rigotti. Wie weit circa von dort entfernt? Vom Flo weg, das sind bloß 15 Kilometer. Also vom Flo weg noch weiter südlich Richtung österreichische Grenze. Mhm. Also ich bin so auf dem, zwischen Flo und der österreichischen Grenze bin ich auf dem halben Weg. Mhm. Aber du hast mir erzählt, eben vom Meeresspiegel ist doch ein rechter Unterschied, obwohl nur 15 Kilometer. Zu mir fährt man bergauf. Ja, ich bin also quasi näher an die Berge und wenn du vom Flo in Mai-Richtung fährst, dann fährst du quasi nach oben. Und deswegen das rauere Klima. Ja, wie gesagt, ich mache auch die Gewässer ein bisschen mit dafür verantwortlich. Mhm. Er hat einen Ammersee in der Nähe und auch ein Lech direkt vor der Haustür. So Gewässer puffert ja natürlich auch irgendwo das ein bisschen ab. Hast du da irgendwelche Tipps für meine Zuschauer, wie man trotzdem die Saison verlängern kann? Was machst du zum Beispiel, um das ein bisschen zu verbessern? Ja, da habe ich schon Tipps. Und zwar fängt es an bei der Auswahl von deinem Saatgut. Nimm einfach die Sachen, die was an solche klimatischen Bedingungen anpasst sind. Wenn ich jetzt gerade Tomaten, da gibt es welche, die haben ganz unterschiedliche Reifedauern, dann nimmst du halt eine, die ist schneller. Mhm. Dann hast du dann eher Erfolg und nicht am Ende Pipi in die Augen, weil es halt nicht funktioniert hat. Genau. Oder Paprika, das Gleiche. Ja.
ich habe aufgegeben, solche Monsterpaprikas zu machen, sondern ich mache halt kleine. Die reifen schneller ab, da habe ich was. Und nicht, dass ich dann, weil bei mir geht es ja Ende September, ist bei mir diese Saison schon wieder vorbei. Ja, ja. Dann schneidest du lauter Grüne ab, macht ja auch keinen Spaß noch. Richtig, ja. Nee, also das ist, sage ich mal, der wichtigste Tipp. Und was ich halt viel mache, ich arbeite viel mit Vlies. Ja. Mhm. Also kann es eine sagen, ja, Plastik oder so, aber nee, Vlies. Ja, na gut, aber wenn man da Qualität kauft, hochlebig, dann hast du es über Jahre. Ja, genau. Ja, also da sage ich jetzt nichts dagegen. Das ist das Gleiche, wie mit Gemüseschutznetzen. Ja, ganz genau, ja, also das hast du wirklich lange. Und ich brauche sie, weil wir auch noch in der Hagelregion sind. Ja, ja, kennen wir ja, kennen wir alle das eine Video. Das war ja wirklich Gysi mit dem Schirm durch den Garten, um noch die wertvollsten Pflanzen zu schützen. Eine absolute Empfehlung, verlinke ich euch oben in der Ecke. Ja, schaut euch lieber die schönen Videos an. Es war lustig, tut mir leid, aber ich habe es lustig gefunden. Dann danke ich dir, Gysi, und wir haben uns schon ausgemacht. Ich komme mal zu Besuch in sein Reich und dann zeige ich euch, wie er das so macht. Da gibt es einiges zu sehen. Freut mich. Für die Verpflegung ist natürlich auch gesorgt. Herrliche Fruchtschorle. Und ich esse hier einen wunderbaren Taboulet-Salat mit Baguette. Lecker. Oh ja, super Location. Wirklich wunderschön. Bin richtig überrascht, was die für eine Auswahl haben. Und also das Wetter passt. Ja, alles passt. Ja, schön. Hast du auch vielleicht die eingekauft? Ja. Mein Mann. Ja, dann schauen wir jetzt mal weiter. Tim, gell, auch. Der Tim wollte uns gerade noch was zeigen. Also, machen wir das. Schauen wir uns jetzt Wir sehen uns spätestens beim Rigotti. Genau, stimmt. Endlich wollten wir auch einmal Flo Rigotti Hallo sagen. Dort war nämlich immer eine mega lange Schlange und wir haben lieber gewartet, bis ein bisschen weniger los war. Aha. Aber ich kann jetzt bald zu Hause einen Stand aufmachen, weil ich habe so viel eingekauft. Hier? Ja, natürlich. Okay. Die haben eine Auswahl, also du kriegst wahrscheinlich nichts mehr, weil die Massen sind hier. Ich wollte einkaufen, aber ich komme natürlich nicht dazu. Ja, klar. Ich dachte auch. Ich habe mich echt beeilt. Das Erste, was ich um 11 gemacht habe, nicht links, nicht rechts, schon sofort ins Gewächshaus und mir alles rausgesucht, was ich wollte. Sag mal, dürfte ich dir einen Auftrag geben? Ja, mal schauen, worum es geht. Unanständige Wobei, Sachen nehme ich nicht an, das ist mein Mann. Ah, hallo. Dann mach mal in die Kamera. Grüße dich. Hallo. Kannst du mir ein paar Pflanzen... Wobei, jetzt, ich glaube, du bist die Letzte von dem her. Ich glaube auch, jetzt kannst du shoppen gehen und vielleicht mal was essen und trinken, sonst kriegst du noch einen Hitzeschlag. Ja, wichtig. Oh. Ich hatte auch schon Schwindel. Oh. Ja, es ist super. Vor allem da drinnen im Gewächshaus, 100 Grad, glaube ich. Oh Gott, ist ja hier schon. Ja, eben. Ich bin auch schon... Ich hätte mal meine Puderquaste mitnehmen sollen. Ja, ihr müsst noch vorstellen, Katharina von im Küchengarten. Im Küchengarten, genau. Ja, YouTuberin, schaut bitte rein. Ich verlinke es euch da oben in der Ecke. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut rein. Richtig schöne Videos. Die einzige, die ich bis jetzt kenne, die aus der Schweiz Filme macht. Aber du bist Österreicherin. Richtig, aus Wien ursprünglich. Aha. Aber man kennt doch den Charme und Schmäh der Schweizer. Und die hat, also der Charme und Schmäh meines Mannes hat mich in die Schweiz gelockt. Ah, schön, das ist doch gut. Und Wien ist so eine schöne Stadt, ja, dass traumhaft. Du die verlassen hast. Ja? Ja, aber mein Traum war immer schon aufs Land zu ziehen. Aha, gut. Ja, und hier hat sich wirklich meine Berufung und meine Liebe zur Natur Super. Und Schweiz ist schön. Ja, wunderschön. Ja. Wir haben ja noch eine sechste YouTuberin dabei. Hallo, Florian. Ja, das freut mich total. Und ich habe gerade gehört, 1000 Abonnenten. Ja, habe ich jetzt geschafft, tatsächlich. Super, ja. Sagst du mir mal deinen Kanalnamen? Ich bin die Maren von Marens Schwabengarten. 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 Genau. Schaut mal bitte rein. Immer schön, wenn wir uns erweitern mit den Garten-YouTubern. Wann hast du angefangen? Mit YouTube habe ich im November erst angefangen, letztes Jahr tatsächlich. Habe 2019 schon mal so einen kleinen Anfang gemacht, das hat aber nicht so richtig geklappt. Und jetzt habe ich im November angefangen, das wirklich richtig zu machen. Habe einen neuen Garten und ja, macht ganz viel Spaß. Ah, ja. Gärtnern ist immer toll. Und jetzt will Katharina auch noch Fragen stellen. Ja, ich wollte nur sagen, sie hat so einen netten, sympathischen Charme, dass man gerne abonniert und auch gerne zuschaut. Bei mir war das auf jeden Fall so. Vielen, vielen Dank. Und somit ging ein spannender und aufregender Tag voll mit schönen Wiedersehen und neuen Bekanntschaften in einem traumhaften Ambiente zu Ende. Schön war's. Danke an euch alle, die ihr mich angesprochen habt, die euch getraut habt. Ich habe mich so gefreut. Und
Ich hoffe, dass wir uns bald an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit wiedersehen. Bis dahin trefft ihr mich wieder nächste Woche hier im Küchengarten. Bis dann!